Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Deko-Folge Gas Station Simulator. Ja, wir sind noch dabei, die Tankstelle immer mehr zu dekorieren. Wir kaufen alle möglichen Deko-Gegenstände für außen auf jeden Fall. Innen weiß ich noch nicht so genau. Müssen wir nochmal schauen dann. Ja, wir haben in der letzten Folge diese wunderhübsch hässliche Deko-Autowracknadel fertig gemacht, die uns einiges an Geld gekostet hat. Ja, hup mal. Ja, haben wir endlich fertig gemacht. Und wir haben so ein schönes Schild gekauft und ist da hinten eine Stadt? Das ist ja cool. Ja, jedenfalls, wir sind dabei am Dekorieren. Unsere Tankstelle sieht ja schon wunderhübsch geschmückt aus mit ihren Fähnchen und Schildern und Neonleuchtstoffröhren, Schilder und. Und Dennis war da. Schön, dass es diesen Jungen immer noch gibt. Hat er uns ein schönes Vögelchen hier hingemalt? Das sieht jetzt natürlich schön behämmert aus. Aber nein, wir streichen die Wand noch und dann fällt es vielleicht schon gar nicht mehr auf. Dann sieht man den Übergang nicht mehr so hässlich. Ja, und wir haben auch schon wieder Geld da, um eigentlich Sachen zu bestellen. Also Deko-Sachen. Wir schauen gerade mal, ob wir irgendwas dringend brauchen. Okay, außer Spielzeuge und Plüschtiere. Ja, Alkohol bräuchten wir halt dringend. Alkohol, Autozubehör, Plüschtiere, Spielzeug. Wahrscheinlich ist dann unser Geld schon wieder ade. Nein, es sind Autoteile. Ich brauche das da. Ich meine die Autopflegeprodukte. Glasreiniger, Wash and Wax. Wash and Wax. Wie auch immer. Was war's noch? Es war noch... Zigaretten, ein paar Sachen. Ich glaube, wir bräuchten Eissorten. Auf jeden Fall bräuchten wir auch wieder Hüte. Unseren Aluhut nehmen wir natürlich auch wieder mit. So, dann haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Wir brauchen dann natürlich auch noch Plüschtiere. Vampik ist richtig im Angebot, aber halt auch so richtig teuer. Und Spielzeug ist viel im Angebot. Das ist natürlich auch Wunderbärchen. 879. Haben wir jetzt eigentlich Alkohol? Wir haben es Alkohol vergessen. Okay, dann wird es ja doch nochmal ziemlich teurer. 1102. Aber dann sollten wir auch alles wieder erstmal haben. Popcorn haben wir sowieso noch auf Lager. Und ich sehe gerade, wir haben niemanden mehr, der tankt. Überfahre mich nicht, danke. So, der ist betankt, oder? Entschuldigung, die ist betankt. Müssen wir gleich auch nochmal nachschauen, was unser Tank macht. Füllen den auch gerade mal auf, wenn wir gerade mal da sind. Wer weiß, wann wir Rudy wieder brauchen. Der nächste Standsturm. Der nächste Sandsturm lässt bestimmt nicht mehr lange auf sich warten. Ja, wenn es früh morgens nicht so ganz mit dem Reden klappt, wer kennt es nicht? Naja, aber mittlerweile haben wir 8.23 Uhr. Ich glaube, angefangen aufzunehmen habe ich um 6.30 Uhr oder so. So in dem Dreh. Was könnte der machen? Der könnte eigentlich... Der könnte in die Werkstatt gehen oder er könnte tanken. Geh mal bitte in die Werkstatt. Du brauchst noch Pause, du brauchst auch Geld, du kriegst Geld und du kriegst Pause. Ich bin ein guter Chef, oder? Sehr schön. Der George, der will auch noch Geld haben von uns. Und du kannst auch weiter chillen. Und der will seine Hupe testen. Funktioniert, alles gut. Test bestanden. Und die nächste Fuhre ist ausgeladen. Und wir haben schon wieder 601 Dollar. Das ruft nach Deko-Elementen.
Überfahr mich bitte nicht, danke. Irgendwie cool, aber irgendwie auch schäbig. Sieht nicht so ganz professionell aus. Juan macht jetzt Pause. Der kriegt jetzt auch noch seine Knete und der darf dann auch sich direkt in die Pause verabschieden. Und wir schauen mal, ob wir noch jemanden finden, der Lust hat zu arbeiten. Wie oft fliegt der Flieger eigentlich über das Gebäude am Tag? Ja, ich glaube, du bist doch motivierter. Du brauchst nicht so viel Pause. Du gehst gerne an die Kasse. Viel Spaß. Ja, der Werkstatt ist gerade ziemlich ruhig, oder? Allgemein ist gerade wieder ein bisschen entspannter. Ach, schön, dass sich die Regale wenigstens langsam mal füllen. Und hier sorgen wir jetzt auch dafür, dass die wieder ein bisschen aufgefüllter sind. Da haben wir sowieso noch. Ja, Brillen haben ja nicht so die geilste Auswahl, aber ich bin da auch irgendwie nicht so der Fan von diesem Stand hier. Ich weiß ja nicht. Boah, hier die Wände, die sehen auch aus. Boah. Nicht schön. Aber eigentlich wollte ich ja da sowieso mal ein großes Softdrink-Kühlregal hinstellen, aber bis jetzt noch nicht gemacht. Schlimm, schlimm. Ja, irgendwie so heute Morgen mit den Reflexen ist nicht ganz so gut. Aber die Farbkleckse landen irgendwo. Wie können wir wieder tricksen hier, dass wir da drankommen? Wahrscheinlich gar nicht. Müssen wir echt die Regale jetzt wegstellen. Wirklich? Na gut, machen wir dann. Machen wir erstmal die Wände noch. Und wir haben voll viel Geld parat. Wir könnten theoretisch. Man konnte ja auch, glaube ich, die Straße ausbauen. Also die Wege hier, die Fahrwege an der Tankstelle. Und das würde ich ja mega feiern, wenn das mal asphaltiert wäre. Ja, da müssen wir wohl auch die Regale wegstellen. Weil da kommen wir noch so dran. Es könnte sogar die komplette Wand sein. Ja, perfekt. Dann brauchen wir die Alkoholregale schon mal nicht wegstellen. Brauchen wir nur unseren magischen Wunderbesen und die ganzen Flecke wegzumachen. Gut, dann bin ich zufrieden, aber unser Huthalter ist ein bisschen leer. Haben wir noch Chips? Nein, wir haben keine Chips mehr. Wir haben Kreis haben wir noch. Popcorn will gerade irgendwie auch keiner. Ja, paar Kekse. Hier haben wir natürlich auch noch einiges. Hatten wir nicht hier auch? Haben wir anscheinend schon aufgefüllt. Okay. Dann machen wir uns mal ans Tanken. Weil wir haben gerade keinen dafür. Und ich befürchte ja fast, wir müssen auch wieder ein bisschen Kraftstoff nachbestellen. Ich passe da gerade echt nicht durch. Ich passe auch da nicht durch. Hilfe. Der ist jetzt böse, weil ich gerade festgesteckt habe zwischen den Autos. Manch Kunden sind echt fies. So, wer hat Lust, was zu machen? Du hast Lust, was zu tun. Dann hätte ich was für dich. Und zwar wäre das, bitte tanken. Juan ist auch eigentlich schon wieder so weit und Charlotte ist eigentlich auch schon wieder tiefenentspannt. Und dann könnte Charlotte eigentlich die Tankstelle reinigen. So, wir haben jetzt jemanden, der reinigt, der repariert. Wir haben jemanden an der Kasse und jemanden beim Tanken. Das heißt, ausruhen, genau. Sehr gut. Wir haben 2418 Dollar gerade. Das ruft eigentlich nach Autoteilen und Dekoelementen. Wie sieht's denn aus? Reifen hast du. Du Tier, du hast nur noch drei Reifen. Keine Batterie mehr. Was machst du denn mit den Sachen?
Junge, Junge. Das ist ein Arbeitstier, der Typ. Kriegt er nochmal 10 Reifen? Wenn die ganzen Sachen nicht immer so teuer wären. Okay, die Zündkerzen gehen eigentlich vom Preis. Können wir auch gleich mal 10 Stück nehmen. Ja, da ist unser Geld fast schon wieder weg. Verrückt. Egal, wir haben noch ein bisschen übrig. Schauen noch nach dem Kraftstoff. Okay, da wird es dringend nötig. So, jetzt haben wir 469 übrig, die wir ausgeben können. Und das machen wir natürlich. Direkt. Parkplatz-Picknick-Set. Finde ich gut. Gefällt mir. Picknick-Erweiterung Satz 2. Ja, gerne. 240 können wir uns nicht mehr leisten. Vielleicht haben wir noch irgendwas Günstiges. Ah, die Palme reicht auch nicht. Oh, eine Feuerstelle. 150. Was man hier alles machen kann. Wahnsinn. Ja, das finde ich eigentlich wichtig. Dass man endlich mal sieht, dass das eine richtig klasse Werkstatt ist. Das gucken wir uns jetzt mal von außen an. Ja, geil. Ja, richtig cool. Richtig cool. Ich bin schon da. Nur kein Stress. So, jetzt müsste ich theoretisch anfangen zu hupen. Ich habe aber keine. Ich habe nur unseren Freunde-Hol-Knopf. Aber der hupt nicht. So, mach dich ab. Unser Kraftstoff ist da. Müssen wir auch jetzt schnell auffüllen. Sonst geht uns wieder Geld durch die Lappen. Wir brauchen Chips. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen aufdringlich. Chips, Autoteile, Brillen, Hüte, Spielzeug. Ach ja, so viel, was wir immer nachbestellen müssen. Snacks, wir brauchen Chips. Immer Kreis auch gleich mit. Was war es noch? Autopflege, glaube ich, war es noch die ein oder andere Sache. Nehmen wir einfach mal die Sachen. Brillen waren auch schwierig. Wir nehmen wieder die Willy Wonka-Brillen. Ja, so viel Geld haben wir leider nicht. Wir haben auch kein Geld eigentlich für diese Brillen. Naja, bestellen wir erstmal so wenigstens ein bisschen was wieder nach. Ja, Zigaretten bräuchten wir auch eigentlich unbedingt. Ich helfe dir mal. Und wir müssen ja noch die Sachen wieder einfüllen hier. Also auffüllen unsere Regale. Krieg wieder ein paar mehr Reifen, ein paar mehr Batterien. Dann, was haben wir hier? Die Zündkerzen. Krieg da auch gleich mal ein paar mehr. Kratzerentferner, Spiegel. Und Öl. So. Bist du jetzt zufrieden? Finde ich gut. Ja, ist eigentlich gerade recht entspannt, würde ich sagen. Oh, die Toilette sieht auch schon wieder ein bisschen runtergekommen aus. Und die Werkstatt sowieso. Hatten wir eigentlich da aufgefüllt? Nein, hatten wir nicht. So. Ja, das ist eigentlich... Okay, der braucht auf keinen Fall eine neue Hupe. Die funktioniert gut. Ja, hier drinnen sieht's... Ja. Die Regale müssten wir eigentlich wegstellen. Eigentlich.
Egal. Deko. Wir wollen Deko. Wir haben 450. Ja, wir haben sogar 1000 gerade. Da hat wohl jemand wieder fleißig Autos repariert. Picknick-Erweiterungsset 3. Gekauft. Ja, Palme darf natürlich nicht fehlen. Und da kommt bestimmt noch eine hin. Ja, klar kommt da eine hin. Und das war's mit unserer Entspannzone. Ja, was haben wir denn noch an Geld? Wir haben noch 417 Dollar. 130 kostet die schöne Palme. Ja, komm, die dritte kaufen wir uns noch. Aber jetzt reicht's erstmal. Die vierte sparen wir uns gerade mal. Voll die Wohlfühloase wird das hier. Eine richtige Wohlfühloase. Wenn sich da die Kunden nicht wohlfühlen, weiß ich auch nicht. Die ganzen Palmen hier, die mittlerweile dastehen. Es gibt ja dann noch ein schönes Lagerfeuerchen. Und so weiter und so fort. Es wäre eigentlich cool, wenn hier irgendwann noch so ein Hotel mit dazukommt. Wer weiß, was die Entwickler noch alles vorhaben. Boah, wir haben sogar das Schild hier hinten dran. Das ist ja cool. Das ist ja wirklich cool. Und wir brauchen jemanden an der Kasse. Chefchen ist sich zu fein dafür. Nein, Chefchen hat einfach keine Lust auf Kasse und ich habe Dennis gehört. Den wunderbaren, ekligen Dennis. Du gehst bitte an die Kasse. Ich muss jetzt erstmal gleich wieder ein Kind prügeln. Was nehmen wir heute? Wir nehmen die Flasche. Ich kann die Flasche nicht nehmen. Ich will die Flasche nehmen. Dennis kriegt heute eine Flasche übergezogen. Der Junge braucht Abwechslung. Und die kriegt er hier auch geboten. Wo ist er denn? Da bist du ja, hier. Hat er wieder eine Stinkbombe gezündet. Junge! Der ist so frech dreist. Was ein Drecksack. Die Flasche sehen wir wahrscheinlich nie wieder. So ein Drecksack. Aber hey, nur ein Bildchen. Hier passieren wieder Stinkedinge. Und wir müssen immer noch, beziehungsweise wieder nachbestellen. Auch Zeitung. Zeitung. Softdrinks haben wir, glaube ich, noch. Ja, genau. Haben wir noch. Autoteile hatten wir bestellt. Brillen war kein Geld mehr da. Brillen, Hüte, Spielzeug und so weiter. Wie sieht's denn da aus? Chips hatten wir auch bestellt. Gut zu wissen. Kreis. Popcorn. Chunky Yos. Haben wir keine mehr. Ja. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Regal. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mal wieder Zigarettenauswahl. Sieht ziemlich eintönig aus. Ja. Nehmen wir wieder einmal die Produktpalette mit durch. Wobei, ist vielleicht gar nicht so schlau, wenn wir alles bestellen, aber wir bestellen mal von denen. Ich würde gerne nochmal alles entfernen. Fangen jetzt langsam mal an, ein bisschen zu sparen. Ich glaube, Chunky Yos hatten wir auch nicht mehr. Ja. Machen wir es erstmal so. 165 Dollar. Wir brauchen noch ein paar Autopflegeteile. Zeitung war auch all. Gibt es heute mal Kochzeitung. Hüte waren auch ziemlich leer.
mal bei 393 und natürlich Teddybären und Spielzeug ist ganz wichtig. Das ist aber so schweineteuer, das Zeug. 1025. Ja, ich hätte halt gerne die Regale komplett voll. Dann brauchen wir auch immer weniger nachbestellen, als wie es jetzt der Fall ist. Da ist er schon dran, den hat er bedient. Dann können wir quasi... Überfahr mich bitte nicht. Können wir quasi mal hinten schauen, wer schon bezahlt werden kann und will und bald wieder startklar ist. Wir brauchen jemanden in der Werkstatt. Du siehst aus wie der richtige Mann für die Werkstatt. Du wirst bezahlt und du gehst in die Werkstatt. Super. Super. Da kommt auch dann unsere Lieferung schon an. Und wir brauchen demnächst unbedingt auch wieder jemanden, der die Tankstelle ein bisschen sauber hält. Machen schon mal auf. Wir lernen erstmal den Müll. Wir wollen ja keine Negativ-Bewertung bekommen. Und haben eine gekriegt. Sehr schön. Ich renne mal schnell mit dem Besen hier durch. Gut, der LKW ist reingefahren. Ich werde mal wieder überfahren. Ist ja nichts Neues. So, schnell auffüllen. Ja, das war's schon. Kannst schon wieder weiterfahren. Wir müssen uns auch noch die Picknickstelle angucken. Da gehen wir gerade mal hin und schauen mal. So stellenweise türmt sich der Sand schon ganz schön gut auf. Ach, schön. Außer natürlich der Sandhaufen ist es eigentlich echt gemütlich. Ja, und Charlotte tut so, als würde sie... Wir hatten jemanden fürs Putzen angestellt, aber die hat anscheinend keine Lust gehabt. Hm. Mach eine Pause. Aber du kriegst trotzdem noch dein Geld, auch wenn du wahrscheinlich wenig getan hast, weil du hier rumgehangen hast. Aber klar, bei so einem schönen Platz, da hängt man einfach gerne ab. Wir haben gerade auch niemanden mehr an der Zapfsäule stehen, sehe ich gerade. Und wir bestellen erstmal Kraftstoff, weil wir haben Kraftstoffproblemchen. 40 Liter nur noch übrig, reicht vielleicht für ein Fahrzeug. Das ist gar nicht so praktisch. Ich hoffe mal, der will nicht so viel. Okay, das waren knapp 16. Oh, das wird eng. Das wird auf jeden Fall eng. Diese Mülleimer. Die sind so schnell voll. Wir haben aber noch einen Kollegen hinten sitzen, der sich gerade auf die faule Haut gesetzt hat. Wen haben wir denn da? Ricardo, du willst Geld von mir, du kriegst Geld wie immer. Und du möchtest irgendwas schaffen. Wir haben jemanden an der Kasse, wir haben jemanden in der Werkstatt. Wir haben aber niemanden, der putzt. Wir haben niemanden an der Zapfsäule. Wäre vielleicht cool, wenn du tanken würdest. Ich hoffe, die Kraftstofflieferung ist gleich da. Du willst auch Geld? Du willst Geld. Ich hab, du kriegst. Charlotte hatte ich schon bezahlt. Fürs Nichtstun. So, die Lieferung, da kommt es schon angefahren. Und dann haben wir vielleicht schon wieder ein bisschen Geld übrig. Für die nächsten Deko-Elemente. Ja, jetzt rennt er wahrscheinlich wieder weg.
und macht Pause. Und ja, genau, du könntest eigentlich hier bleiben, weil in 2 Sekunden. Ricardo, hallo. Bitte tanken. Ja, wir haben ein bisschen Knete übrig. Hatten wir keine Zigaretten bestellt? Wirklich? Hatte ich das vergessen? Dann bestellen wir einfach jetzt nochmal querfeldein irgendwas. Damit sich das Lager ein bisschen füllt. Die Willy Wonka-Brillen hatten wir ja vorhin nicht bestellt. So, soll nicht so viel kosten. 637 ist okay. So, was haben wir hier noch Schönes? Eine weitere Palme. 160. Ist gekauft. Und dann ist der Bereich quasi auch aufgehübscht. Ja, der Wagen, der kostet ein bisschen. Der kostet ein bisschen. Lagerfeuer, das könnten wir ja theoretisch auch noch hinstellen. Ja, komm, kaufen wir. Dann ist schon mal der Anfang da gemacht. Okay, Sitzgelegenheiten kriegen wir dann noch am Lagerfeuer und so weiter und so fort. Oh, ich habe außerdem Vampik mitgenommen. Was macht unsere Eistruhe? Die ist leer. Das ist natürlich gar nicht schön. So, die Kochzeitschriften. Ja, Brillen ist momentan schwierig. Tut mir leid. Lieferschwierigkeiten und so. Gut, noch ein paar Borlis. Ein paar Chips auffüllen. Okay, Kreis ist eigentlich noch ziemlich voll, aber egal, wir füllen auf. Volle Regale sind schöner. Chunky-Yos haben wir auch noch ein paar. Gut, dann haben wir wenigstens die wieder aufgefüllt. Von denen haben wir auch noch. Die hatten wir aufgefüllt. Hier haben wir auch noch ein bisschen was auf Lager. Und dann fehlen eigentlich nur noch Zigaretten. Und die Lieferung ist sogar schon da. Und wir müssen auch wieder in der Werkstatt schauen, was da fehlt. Weil die verarbeiten das Material ja so extrem schnell. Spiegel sehen knapp aus. Spiegel, Batterien. Zündkerzen haben wir noch. Aber Spiegel unbedingt. Okay, merken wir uns. Und es kommt ein Sandsturm. Na super. Spiegel, 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 Autospiegel. Sind gerade im Angebot. Sehr schön. Nehmen wir gleich mal ein paar. Spiegel und Batterien sind auch im Angebot. Dann nehmen wir auch gleich davon ein paar mit. Reifen sind auch im Angebot. Na klar, dann immer her damit. Kratzerentferner nehmen wir mal ein. Zündkerze sind teuer, die sind auch teuer. Stellen wir so. Gut. Und dann würde ich sagen, entladen wir die LKWs in der nächsten Folge. Und wir schauen dann mal, dass wir den Sandsturm überstehen, der gerade mächtig hier durchfegt. Und dann schauen wir, dass wir noch mehr Deko-Elemente kaufen können. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da und vergesst nicht zu abonnieren. Und dann würden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.